Also noch eine Spitzhacke. Na gut, dann werden wir mal eine Werkzeugschmiede bauen. Am besten hier unten, da haben wir ja gerade Platz. Da ist die Anlegestelle, genau, und da ist der Turm, sehr gut. Gut, dass man hier nicht so planieren muss. Dass die Arbeiter sich da schon mal, dass die Arbeiter da so ein bisschen die Arbeit nicht haben. Wohnhaus fertig, sehr gut. Dann können wir jetzt uns um Geologen kümmern, die wir erstmal brauchen. Drei Stück werden erreichen. So. Wir können hier erstmal suchen. Jetzt haben wir wenigstens die Leute. Jetzt gehen noch welche wahrscheinlich ein bisschen Werkzeug holen. Ein paar Hammer und Schaufeln. Okay, ein Hammer und ein Planierer, noch ein Hammermeister. Okay, das war ein gutes auch fertig. Sehr schön. Das hier dann auch. Na, läuft doch. Der Tempel braucht noch drei Bretter und sechs Steine. Gut, ja. Geht noch. Ist annehmbar. Und ihr sucht mal da die Rohstoffe. Denkt man schon, dass das eine magere Ausbeute hier wird bei dem Gebirge, dass wir hier so gut wie gar nichts finden. Wir müssen uns wirklich irgendwo ausbreiten, am besten wahrscheinlich wirklich auf der Hauptinsel hier, also auf dem größeren Inselchen hier. Das wird ein Spaß. So. 3, 4, da kommt ein Brett. Okay, die Bretter sind schon fast durch eigentlich. Die finden hier nichts, das ist grausam. Eieiei. Macht mal hier, komm. Baut mal die Werft. Dann kann ich wenigstens noch zwei Schiffe bauen, bevor die Werkzeugschmiede fertig ist. Ich hoffe zumindest, dass ich zwei Schiffe bauen kann. Auf jeden Fall werde ich die Soldaten dann rüber schicken erstmal, damit die dort noch verteidigen können. Dann hoffe ich, dass der Anlegeplatz auch so bald fertig wird. Dass wir auf die anderen beiden Inseln ja, Leute rüber schicken können vielleicht, dass die da Insel einnehmen. Und dann schaue ich mir die Inseln auch mal an, ob man da vielleicht was machen kann. Dass man da vielleicht was aufbaut. Also ich denke mal schon, dass man das machen muss. Die Freundchens hier suchen und finden nichts. Von daher würde ich mal davon ausgehen, dass wir wirklich auf die anderen Inseln noch überschweifen müssen. Oder ich mache alles mit göttlicher Gabe, aber da kommt es ja auch nicht weit. So, die Bäume sind gut gewachsen hier schon. So. Aber das dauert auf jeden Fall. Dass sich das immer so hinzieht, das ist grausam. Der Anfang ist immer der schwerste. Könnte ja mal mit einem hier so mich durchwurschteln, mal gucken, was man hier so machen kann. So, da hat einer Kohle gefunden. Mensch, bin ja begeistert, dass es sowas da noch gibt. Also ich würde mich ja sonst hier noch mit aufbauen, aber ich glaube, das ist unsinnig für den Anfang. Weil wir haben zwar hier die Verteidigung und alles, aber ich
glaube nicht, dass wir hier in der Nähe irgendwie Gebirge kriegen. Da der Feind ja auch hier ein bisschen Land hat. Zwei Feinde vor allen Dingen. Und ja, das wird ja dann doch ein bisschen schwierig. So, zwei Bretter und ein Stein. Werdet mal da langsam fertig. So, der erkundschaftet hier mal ein bisschen aus auf jeden Fall. Ich finde mal auch schon die Grenze wäre ja auch schon. Na gut, wäre nicht schön, aber würde hilfreich sein, wie weit wir ins Land eindringen könnten, wenn wir uns denn hier aufbauen wollen. So, hier haben wir noch ein Flüsschen. Aber Gebirge ist hier nicht in der Nähe. Ja, das können wir hier schon mal vergessen. Ich glaube nicht, dass man sich hier, also hier kann man sich ein bisschen aufbauen, aber nicht wirklich großartig. Nee, sieht nicht gut aus. Na gut, ist nicht so schlimm. Dann weiche ich auf die anderen Inseln auch ab. Mache erstmal hier ein Schiffchen und dann machen wir noch ein Schiffchen. Also erstmal ein Transportschiff und ein Handelsschiff haben. Das wäre erstmal das Wichtigste. So. Würde ich Funktion abbrechen? Okay, es geht nicht. Ein Eisenbahn wird bestimmt schon hingeschleppt. Erstmal. Sehr gut. Jetzt fehlt nur noch das Holz dort. Und dann würde es auch schon gehen. Aber erstmal brauchen wir. Ah, okay, der bringt es schon zum Schiff, okay. Umso besser, wird erstmal das Schiff gebaut. Ah, hier ist Gebirge, okay. Dann gehen wir hier weiter. Ich glaube, hier sind gleich Gegner. Irgendwo wird hier gleich die Grenze sein, wahrscheinlich. Wenn nicht, wäre es natürlich gut, aber man weiß es halt nicht. Nee, okay, hier ist keine Grenze. Das ist der Bergsee, den wir einnehmen müssen. Das wäre es natürlich, wenn das der See wäre hier. Dann würde es ja vielleicht ganz schnell gehen. Ah, nee, okay. Da sehe ich schon die Gegner. Alles klar. Die haben sich da beim Gebirge breit gemacht. So, da fehlt nur noch ein Brett. Mensch, der hat schon alle Bretter da. Nee. Oder? Keine Ahnung. Ich glaube, zwei Bretter liegen da. Eins hat er gerade in der Hand. Da stand gerade eins und jetzt sind es zwei, komischerweise. Werden wir gleich sehen. Wenn es fertig ist, ist es fertig. So, genau, du kommst erstmal wieder zurück hier in Schutz unserer Verteidigung. Und dann sehen wir hier mal weiter. So, ihr könnt ja mal hier oben weiter gucken, dass ihr da noch ein bisschen Kohle vielleicht findet und vielleicht auch noch ein bisschen Eisen. Wäre schön, irgendwo da noch ein bisschen Eisen zu finden. So, wie viel braucht er noch? Zwei Bretter braucht er noch, okay. Da ist eins. Und eins müsste noch kommen. Wenn wir denn das Holz haben. So. Kümmere dich mal da wieder um das Holz. Okay, ist eine schwache Kohlenmine auf jeden Fall, weil hier nicht so viel Kohle ist. Na gut, muss man halt gucken.
Bin auf jeden Fall froh, dass wir schon das erste Schiff wenigstens dann fertig haben. Dann können wir wenigstens weiter hantieren hier. Ja, ich muss ein großes Wohnhaus auch bauen. Aber ja. Ich muss es bauen. Bringt ja nichts. So, dafür noch zwei Steine, die werden schon gebracht. Sehr gut. Hier sind die Steine schon fertig. Das letzte Brett wird aufgebracht. Dann können wir die Soldaten erstmal hier rüber schiffen. Dann haben wir erstmal eine kleine Verteidigung da. So, ihr könnt dann mal hier hinten gucken, ob hier vielleicht noch Eisen ist. Wäre ja auch noch super. Dass wir wenigstens die Grundressourcen hier haben. Wäre wenigstens etwas schön. So, der verbaut jetzt das letzte Brett. Gut. Ah, sehr gut. Eisenerz ist auch da. Cool, dann bin ich erstmal erleichtert. Fleisch und Brot haben wir ja da. Und unser erstes Schiff ist fertig. Sehr gut. Dann können wir uns ja gleich daran machen. Ins nächste Schiff. Dann haben wir das nämlich schon mal wenigstens da. Eisenerzmine wäre auf jeden Fall sehr gut schon mal. Eisen ist hier mehr gefunden worden als Kohle. Das ist schon komisch. Ein bisschen. Ah, na gut, ich will mich nicht beschweren. Ah, wunderbar. Der Tempel ist dann auch fast fertig. Jetzt wird erstmal noch die Anlegestelle gebaut. Wunderbar, das gefällt mir. So muss es sein. Auch jetzt werden die Bretter darüber geschickt erstmal dort. Ah, toll. Was mit dem Tempel hier? Da fehlt noch ein Brett. Wie viele Bretter brauche ich noch? 6 Bretter. Okay, 1, 2 haben wir schon. Der kümmert sich gerade um das nächste Brett. Und zum Glück braucht die Werft ja ein bisschen lange. Oder der Arbeiter dort in der Werft. Dass er nicht alle Materialien auf einmal gleich sofort verballert. So wie die Bauarbeiter. So, hier verstärken wir unsere Verteidigung noch. Damit wir hier safe sind und nicht angegriffen werden. Muss ja nicht sein. So, da haben wir schon 2 Flaschen, da haben wir eine. Kommt bestimmt auch gleich die nächste raus. Ja, wunderbar. 2 Flaschen haben wir schon. Da kommt die dritte, hier die vierte. Sehr gut. Ach ne, wir haben 4 Flaschen, Entschuldigung. Und 6 Flaschen kriegen wir dann raus. So. Dann ist der Tempel ja schon mal gut gefüllt. So, die nächste Fähre. Vollgestopft mit Soldaten, also nach oben. Dafür noch 4 Bretter, beziehungsweise 3 jetzt. 2. Eisenerz und Kohle, ey, das brauchen wir ganz dringend jetzt. Und Leute, vor allen Dingen Leute brauchen wir jetzt. Das machen wir dann auch auf hohe Priorität. Dann können wir ein bisschen mehr Holz hier sammeln. Das reicht nicht mit einer Holzfällerhütte, das ist zu viel Arbeit. Auf einmal. So würde das Sägewerk ein bisschen schneller arbeiten können, hoffe ich. Also noch 2 Bretter, die fehlen gleich. Das Schiff ist wieder da. Sehr gut. Dann holen wir noch die letzten Soldaten hier raus. Dann ist unsere Verteidigung erstmal da oben gestärkt.
So. Wir haben jetzt hier 12 Bogenschützen mit den Türmen dazugerechnet. 11 Speere und 7 Schwertkämpfer. Okay.